In Distance Calls geht es darum, den Moment zu leben und Erinnerungen zu schaffen, die das ganze Leben halten. Leute verfallen einfach mittlerweile viel zu sehr darin, darauf zu achten, okay, wie mache ich jetzt das perfekte Foto oder das perfekte Video von dem Moment, wobei es doch die Erinnerungen sind, die man durch die eigenen Augen sieht, die halt viel länger anhalten und viel besonderer sind. Als das Konzept entstand, sind wir auf die Suche gegangen nach Ateliers. Wir haben leider von den Kunstateliers, in denen wir angefragt haben, nur Absagen bekommen, mit der Begründung, dass sie keine lauten Bands dort spielen haben möchten. Wir haben dann eine Hochzeitslocation gefunden, in der wir ein Set aufgebaut haben, sowohl für die Performance-Szenen als auch für die Teile des Künstlers, der in seinem Atelier ist. Die Außenszenen des Künstlers sind natürlich an anderer Stelle entstanden. Eine Sache, die uns beim Musikvideodreh sehr viel Spaß gemacht hat, war unser Trip in die Schweiz. Auf die Idee gekommen sind wir durch die Tour, wo wir einige sehr schöne Locations gesehen haben. Unterstützung bekommen haben wir von Max aus Zürich. Er hat uns Locations gezeigt, die wir so hätten in Deutschland gar nicht finden können, was zu dem Endresultat jetzt geführt hat, womit wir sehr zufrieden sind. Die Wahl des passenden Videoproduzenten war für uns eigentlich ziemlich einfach. In der Vergangenheit haben wir unsere Musikvideos immer mit Mirko Witzki gedreht. Und er hat uns bislang, was Qualität angeht, nie enttäuscht. Deshalb haben wir uns direkt für ihn entschieden. Vielen Dank an alle, die das Video bisher ausgecheckt haben, und haltet auch die Augen offen für unsere EP am 12.03.2021.